Hallo Leute und willkommen zu dieser etwas anderen Folge Minecraft Bright. Nach langer Zeit gibt's heute mal wieder eine kleine Timelapse hier, ne? Sie ist zwar jetzt nicht allzu schnell, sag ich mal, also jetzt nicht irgendwie vierfache Geschwindigkeit direkt wieder, sondern nur doppelte, aber das reicht ja auch fürs erste Mal aus. Und ja, nach dem Stream, den ich vorher hatte, dachte ich mir, dass ich jetzt noch ein bisschen produktiv dadurch sein kann und das eben auch mal in der Folge direkt zeigen kann und nicht immer alles offscreen mache, ne? Weil das finde ich auf Dauer dann auch ein bisschen blöd. Dann habe ich jetzt erstmal noch ein paar Items weggetan und gehe dann gleich runter, ein bisschen Granit und so farmen, weil ich brauche einfach sehr viele Baustoffe noch für den Nether. Ja, ich denke mal, da können wir einiges finden und oh, da habe ich ja noch die Ender-Chest direkt gefunden. Ich habe da echt nicht mehr dran gedacht, ne, dass die hier steht. Und ja, da habe ich mich erstmal ziemlich gefreut, dass ich dann direkt Zugriff wieder auf meine ganzen Items habe. Ja, ist schon eine coole Angelegenheit, ne, weil, ja, da muss ich jetzt mir nicht extra noch im Nether so Blaze Rods erfarmen und da mir eine neue Ender-Chest holen. Das wäre nämlich ein bisschen blöd gewesen. Ja, ich werde dann demnächst nach der Folge hoffentlich noch die Zeit finden und alles einsortieren. Ich habe ja sehr viele Items rumkullern zur Zeit und überall ist irgendwie irgendwo irgendwas, ja. Und ja, da muss zur Zeit einfach mal wieder ein bisschen System rein und ich versuche dann wirklich mal alle Items vielleicht auch aus der alten Base mitzunehmen und alle mal in ein Lager zentral zu verpacken, ne. Das wäre so mein Wunsch. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Es wird eine Menge Arbeit und sicherlich nicht ganz einfach, aber ja, mal schauen, wie weit ich dann so komme, ne. Und ja, hier bin ich schon fleißig am Abbauen hier von Granit und Andesit und unter anderem auch Marmor für den Boden im Nether. Ja, weil da brauchte ich wieder was nach dem Stream, wo ich das meiste verbaut hatte. Und ich muss sagen, ich bin im Stream weitergekommen, als ich dachte eigentlich, ne. Ich hätte irgendwie nicht gerechnet damit, dass ich dann doch so weit oder so viel schaffe. Und auch nach der Folge war ich dann sehr zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis. Aber das werden wir dann am Ende sehen, würde ich meinen. Und ja, ich gehe jetzt erstmal zurück und habe noch eigentlich ein kleines Thema im Gepäck. Und zwar möchte ich ein bisschen über, ja, das Nachfolgeprojekt von Bright sprechen. Ich habe es ja schon mal angeteasert vor einiger Zeit. Es ist halt jetzt schon wieder eine Weile her und mittlerweile haben sich einige neue Sachen ergeben. Ja, das Problem ist, dass ich mit dem Projekt, was ich angekündigt habe, nicht so ganz, ja, hinlange, sag ich mal. Also, das, ja, wird so nicht funktionieren. Und der Grund ist folgender. Das Projekt ist leider ein Projekt, was nur läuft, wenn der Hannes, also der Projektbetreiber, online ist. Wenn er nicht online ist, läuft der Server nicht. Und das heißt, ich kann eigentlich praktisch nie eine Folge aufnehmen. Zurzeit ist es halt auch so, ich nehme das meiste eigentlich früh morgens auf. So vor, keine Ahnung, um 11 oder so vormittags und ja, manchmal auch nachmittags noch so 14 Uhr, aber das eher nur so ein-, zweimal die Woche. Aber was ich so täglich mache eigentlich, dass ich so vor um 11 irgendwie aufnehme, sag ich mal. Und ja, da ist der Hannes nie da, ja, und kann nie den Server anmachen. Der hat den irgendwie bei sich zu Hause stehen und ja, deswegen kann er den erst nachmittags meistens anmachen. Und ja, immer wenn es heißt, er macht ihn an, kommt dann kurzfristig doch wieder irgendwas dazwischen oder kann nicht anmachen. Weißt du, das eine, man muss da irgendwie Geld bezahlen für was anderes, obwohl ich das, wie ich das verstanden habe, dass der Server kostenlos ist. Und das andere Mal hieß es, dass ja, er den Server wieder nicht anmachen kann. Er ist auf einmal im Urlaub, so urplötzlich, ja. Und ich wusste vorher noch gar nicht, dass der Server auch ja, gar nicht immer an ist. Und ich ging eigentlich davon aus, dass der durchgehend läuft, ne, weil das so ein, keine Ahnung, ich dachte halt, das ist so ein normaler Server halt, ne? Und ja, irgendwie finde ich das extrem komisch, was da vor sich geht. Und ja, ich habe bisher es erst geschafft, eine einzige Folge aufzunehmen, ne? Ich bin ja dabei, gerade ja auch Projekte parallel zu produzieren. Das heißt, während ich hier die Videos aufnehme, nehme ich auch schon Videos auf, die jetzt schon, oder Projekte, die noch gar nicht angefangen haben, die erst im November oder so kommen. Und ja, keine Ahnung, das ist halt ein bisschen blöd bei dem Projekt von der Hannes. Ja, deswegen werde ich das jetzt nicht komplett in den Sand setzen. Ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, ne? Vielleicht schaffe ich ja noch ein paar Folgen, je nachdem. Aber ja, ich nehme mal an, dass ich das Ganze dann erst sehr, sehr viel später hochladen werde, weil ja, ich brauche jetzt auch einfach Projekte, die immer online sind, wo ich aufnehmen kann, so viel ich möchte. Und ja, nicht irgendwie Projekte, wo der Server nur ganz selten mal an ist, wenn du Glück hast. Das ist halt extrem schlecht zum Vorproduzieren dann, ne? Und ich möchte halt dann nicht in die Lage kommen, dass ich dann halt das Projekt jetzt für November ansiedle, ne?
Und dann irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich die Folgen hochladen will und kann sie nicht hochladen, weil ich nicht auf den Server komme, ja. Und dann stecke ich wieder in der Bredouille. Da mache ich lieber da zu dem Zeitpunkt ein anderes Projekt, ne? Und schieb dann das da Hannes-Projekt ans Ende, so, wenn es dann nicht mehr so wichtig ist auch. Und da kann ich dann auch, habe ich dann noch ein bisschen mehr Zeit zum Vorproduzieren und jetzt, ja, einfach zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt einfach und ob ich da tatsächlich noch Folgen machen kann oder nicht, ne? Weil das ist halt so ein zentraler Punkt. Ich möchte halt einfach, dass das Projekt dann auch zustande kommt, ne? Und ja, dennoch gibt's aber jetzt ein Projekt, was nach Minecraft Bright kommen wird. Das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Soll ich schon verraten, was es ist? Ich denke mal noch nicht. Vielleicht habe ich schon mal verraten, aber ich glaube nicht. Es ist auf jeden Fall auch zumindest ein Server, der immer läuft. Das ist schon mal gut, ne? Und ja, da kann ich dann dementsprechend auch immer aufnehmen, wenn ich möchte. Ja, und da werde ich auch mal schauen, wie ich in dem Projekt dann vorankomme. Zurzeit habe ich noch nicht so viel Zeit tatsächlich dort zu spielen, weil ich ja Bright noch nebenbei aufnehme und da hier auch immer offscreen noch aktiv bin und alles. Und ja, deswegen muss ich da noch ein bisschen abwarten, bis ich tatsächlich dort auch so richtig Gas geben kann. Aber ich habe die ersten Folgen jetzt schon aufgenommen, wo ich halt, ja, dann leider nicht so viel Offscreen machen konnte, was mich ein bisschen stört, weil gerade am Anfang muss man ja viel farmen und so weiter und da wäre es schon gut, aber naja, irgendwie ist es halt jetzt noch nicht so, ja, gut gewesen von der Zeit her und so. Und naja, Bright macht mir auch noch mehr Spaß zur Zeit, deswegen habe ich gesagt, okay, da fokussiere ich mich erstmal hier drauf, ne, weil ich halt auch noch extrem viel zu tun habe. Also muss ich ja echt mal sagen, ich gehe jetzt auch hier gleich schon wieder raus, um dann eben direkt im Nether weiterzubauen, damit wir heute noch vorankommen und vielleicht nächste Folge wieder was anderes machen können, ne? Also, ja, mal sehen. Ich hatte mir schon was vorgenommen für nächste Folge, aber ich habe schon wieder vergessen. Aber es fällt mir bestimmt wieder ein. Ach ja, stimmt, ich wollte ja mal den Wither killen. Stimmt. Das war ja noch so ein Ding. Ja, da muss ich mal schauen, wenn ich das mache. Jetzt crafte ich erstmal irgendwie die ganzen Sachen zusammen und so, ne? Und ja, baue dann gleich. Auf jeden Fall, ja, es ist halt ein bisschen blöd mit den Projekten immer, dass das dann so auf einmal doch nicht stattfindet und so. Und ja, ich kann sowas halt dann doch nicht unbedingt gebrauchen, ne? Das ist ziemlich blöd immer. Und ja, ich hoffe mal, dass das halt mit den Projekten jetzt alles klappt, die ja aktuell laufen. Und ja, was mit dem Dahannes-Projekt wird, keine Ahnung, ne? Ich lasse mich überraschen. Vielleicht lässt er ja mal den Server an und dann kann ich da mal weiter aufnehmen. Aber ja, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt noch was wird. Irgendwie habe ich zurzeit das Gefühl, dass er das schon wieder komplett schleifen lässt und als ob es ihm egal wäre, so, ne? Oder ja, zwischendurch hat er mal Bock, den zu starten, so von wegen, ja, jetzt starte ich durch, hier richtig Gas geben. Und dann so am nächsten Tag doch wieder, ach, pff, nee, ich habe jetzt doch wieder was anderes ausgegeben, ach, scheiße, ach, kein Bock mehr, erstmal 2 Wochen doch nicht mehr melden. Ja, also keine Ahnung, das kommt mir alles total komisch vor. Und ich weiß auch nicht, ich will irgendwie mit solchen Projekten dann am liebsten gar nicht anfangen, weil das endet sowieso im kompletten Chaos, ja. Wie damals in Hexit auch streckenweise, wo ich dann einfach keinen Bock mehr hatte, weil der Server die ganze Zeit nicht lief. Oder ja, auch in anderen Projekten. Das ist halt irgendwie jedes Mal wieder so. Und das stört mich einfach, ja. Und ich weiß auch nicht. Das ist einfach ziemlich, ziemlich blöd immer, diese Situation. Und naja, keine Ahnung. Ich würde aber jetzt auch erstmal sagen, das wäre es mir von dem Thema gewesen. Es ist nur so eine kleine Ankündigung, ne? Ja, dass ich eben auch jetzt schon die Folgen aufnehme, die dann kommen und so. Ja, ist vielleicht ganz interessant, ne? So ein bisschen, dass man das so parallel macht. Da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mehrere Videos quasi am Tag aufzunehmen. Aber ja, blöd ist halt, dass ich dann nicht so viel Offscreen machen kann für beide Projekte. Weil ich mich dann halt doch auf eins fokussieren möchte. Und das ist eben zurzeit Bright, weil ich hier wesentlich mehr Pläne habe. Ja, und ich hoffe, dass ich das noch irgendwie schaffe. Ich weiß auch noch nicht, wie es mit Together-Aufnahmen, by the way, aussieht. Da muss ich auch nochmal schauen. Und ja, hier die Wände, die mache ich dann gleich auch mal in einer anderen Taktik. Da mache ich das nämlich so hier und da geht das schneller. Und ja, das Glas und so, den Boden muss ich alles noch machen, aber die Wände kriege ich jetzt auf jeden Fall gleich ziemlich schnell hin, ne? Das kann ich so schon mal so spoilern, ne? Und ja, ich hoffe mal, dass wir ja wirklich irgendwie durchkommen mit dem Projekt, ne? Und vielleicht ist ja nochmal Nekrug dabei oder, keine Ahnung, Dauerzocker 11 vielleicht auch nochmal so aus dem Off. Ja, und mal schauen. Ich weiß nicht, was gibt's noch so anzukündigen? Gute Frage. Ich denke, meinen Tiny Craft Attack werde ich dann auch immer sowas ansprechen, wenn ich jetzt eine wichtige Ankündigung habe. Und ja, hier
mal schauen dann, ne? Das ist ja eigentlich auch zwischendurch so ein gutes Themenformat geworden, Bright. Dann aber auch wieder nicht mehr so in letzter Zeit, ne? Ja, kommt halt drauf an, ob ich ja auch Folgen immer im Voraus aufnehme oder nicht. Wenn ich halt gameplay-technisch viel zu zeigen habe, dann, ja, spreche ich halt meistens keine Themen an. Aber ja, manchmal dann eben schon. Und naja, ich würde sagen, das wäre es dann eigentlich auch schon so langsam gewesen von dem ganzen Video hier heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Es war mal wieder was anderes seit längerem. Und ja, mal sehen, wann es die nächste Timelapse gibt. Ob sie in Minecraft Bright noch vertreten sein wird, weiß ich nicht. Kann sein, durchaus, weil ich ja jetzt auch viel zu tun habe und so. Und vielleicht mache ich das ja dann nochmal so. Und ja, ansonsten würde ich dann jetzt hier eben erstmal noch ein paar Fackeln setzen. Ein bisschen ausleuchten, muss ich mich eh noch drum kümmern, ne, so in Zukunft. Und ja, dann wäre es das eigentlich gewesen von der Timelapse. Die Decke ist noch dran und so. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Ich denke mal, das dauert alles schon noch seine Zeit. Aber ja, irgendwann wird das schon klappen. Und ja, dann jetzt erstmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschüss.